meine lieben Leute, willkommen zurück. Muttertag steht vor der Tür. Und wer nicht schon wieder Schokolade, Blumenstrauß, Parfüm und Gutschein schenken möchte, für den habe ich eine Idee. Eure Mütter werden sich total darüber freuen, weil ihr euch so viel Mühe gegeben habt, sofern die keinen Diabetiker sind. Für den Schokokuchen braucht ihr 250 Gramm Butter, 500 Gramm dunkle Schokolade, 10 Eier, 250 Gramm Zucker und eine Prise Salz. Zunächst gebt ihr die Butter und die Schokolade in ein Wasserbad. Ein Tipp von mir, die Schokolade und die Butter in kleine Stücke schneiden. Ansonsten dauert es viel zu lange, bis das Ganze geschmolzen ist. Wenn die Schokolade und die Butter geschmolzen sind, lasst ihr das Ganze abkühlen. Dann könnt ihr die Eier trennen. Danach rührt ihr das Eigelb und den Zucker zusammen. Wenn ihr das fertig habt, kommt eine Prise Salz und die geschmolzene Butter mit Schokolade dazu. Dann rührt ihr so lange, bis ein glatter, geschmeidiger Teig entstanden ist. Dann das Eiweiß steif schlagen. Das geschlagene Eiweiß unter die Schokomasse rühren. Schokomasse in eine eingefetterte Springform geben. Schaut bloß, wie saftig der Teig ist. Und in den Backofen für etwa 30 Minuten bei 180 Grad backen. Für das Topping, ich nenne das einfach mal so, brauchen wir 2 Becher Sahne, Erdbeere, Vanillearoma und Sahne steif. Ihr gebt alle Zutaten bis auf den Erdbeeren in eine Schüssel und schlag diese steif. Dann gebt ihr die steife Sahne in einen Spritzbeutel und dekoriert den Kuchen damit. Ich muss zugeben, ich bin nicht so gut darin, aber ich denke, die Wille zählt.
aus, legt ihr die Erdbeeren, wie erwünscht, auf den Kuchen. Unser Kuchen ist fertig zum Servieren. Bevor ich es vergesse, erst den Kuchen kalt werden lassen, bevor ihr die Sahne drauf spritzt. So, das war's schon wieder für heute. Überrascht einfach eure Mütter, ob mit einem leckeren Schokokuchen oder mit was auch immer. Mütter sind die Besten. Sie tun so viel für uns, ohne irgendetwas dafür zu verlangen. Verwöhnt eure Mütter einfach. Sie haben es verdient. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Abonniert mich, liked und kommentiert das Video. Tschüss und bis bald.